dass der neue Landwirtschaftssimulator 22 Ende diesen Jahres erscheinen soll, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Doch nun wurde neben den bisher bekannten Funktionen einige neue Funktionen angekündigt. Alles dazu in diesem Video. Am 9. Juni kündigt Giants an, dass es im LS22 Produktions- und Lieferketten geben wird. Auf die werden wir gleich näher eingehen, alle Infos dazu. Doch zunächst mal, was war bisher schon alles bekannt? Bisher bekannt war, dass der LS22 auf alle Fälle mit Jahreszeiten kommen wird. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Damit haben wir schon mal richtig viel neue Möglichkeiten. Es wurde inzwischen auch bekannt, dass man den Schnee im Winter auf die Seite schieben kann. Ebenfalls bekannt war schon, es wird neue Spielcharakter geben, die man auch mit unterschiedlicher Kleidung ausstatten kann. Es wird neue Fruchtsorten geben. Da weiß man noch nicht vieles, aber es wird unter anderem Lupinie vermutet. Es wird neue Maschinen, neue Fahrzeuge geben, neue Sounds dazu. Die Kennzeichen werden im LS22 anpassbar sein. Die KI arbeitet zuverlässiger und viele Performance-Verbesserungen. Und nun zu dem neu angekündigten Teil. Produktion. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Es gab seither schon als Mod, aber das wird jetzt direkt in das Spiel integriert. Wahrscheinlich nicht genauso wie die Mod, sondern ein bisschen anders. Man weiß noch nicht alles, aber was man schon weiß, man wird auf alle Fälle Weizen nach der Ernte zur Getreidemühle fahren können. Die macht aus dem Weizen dann Mehl. Mit dem Mehl können wir die Bäckerei beliefern. Und die kann daraus dann Backwaren machen. Zum Beispiel ein Brot. Was braucht man alles für ein Brot? Bekannt ist, dass wir auf alle Fälle Zucker, Mehl und Butter brauchen. Und weitere Zutaten. Die weiteren Zutaten haben sie bisher noch nicht genannt. Seid gespannt. Das wird dann demnächst, hoffe ich doch, auch angekündigt. Was können wir alles herstellen? Bisher bekannt ist, dass wir neben Brot, Mehl, auch Cornflakes, Öl, Sonnenblumenöl, Zucker und Butter herstellen können. Und wenn ich mir das so anschaue, Cornflakes, Milch, kann ich mir ein Müsli machen. Öl, Sonnenblumen kann ich das Ganze machen. Mit dem Öl kann ich dann auch irgendwas braten. Weil für Cornflakes brauche ich kein Öl. Gut, für die Herstellung für Cornflakes vielleicht. Für Brot brauche ich aber auch kein Sonnenblumenöl. Das heißt, es wird garantiert noch weitere Möglichkeiten geben. Kuchen, irgendwelche Sachen zu braten. Ich vermute auch Richtung Fleischerei. Das ist jetzt so mein Tipp. Was vermutet ihr, was man mit dem ganzen Öl, Sonnenblumenöl, machen kann? Aus Kartoffelpommes? Fleisch in der Pfanne braten? Ich denke, in diese Richtung wird da noch einiges angekündigt. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, ihr seht schon hier, da kommt richtig viel Neues rein und da freue ich mich mega drauf. Ja, wir können dann nicht nur Landwirt sein, sondern direkt auch Selbstvermarkter. Im besten Fall sogar Biolandwirt mit Selbstvermarktung. Können mit den ganzen Sachen, die wir dann in unseren Fabriken oder in externen Fabriken produzieren lassen, bei uns am Hofladen direkt verkaufen. Ihr merkt schon, zwischendrin ist immer ein Transport nötig. Die Waren, die sind ja nicht, wird ja nicht alles in einem Ort abgehandelt. Oder wir können auch einen Supermarkt beliefern, der wahrscheinlich auch weiter weg ist von uns. Dafür können wir gegen eine geringe Gebühr auch sagen, okay, du Mühle, komm bitte zu mir und hol dir bei mir den Weizen und dann kannst du den mahlen. Zahl eine kleine Gebühr dafür, aber sie holen sogar bei uns ab. Je nachdem, ob wir lieber Sachen selber machen oder dann auch gewisse Dinge machen lassen. Seid gespannt, was in nächster Zeit alles noch angekündigt wird. Hier am Kanal halte ich euch auf dem Laufenden. Und zum Abschluss noch eine Frage. Es wird 3 Maps geben. Erlengrad, Amerika und Frankreich. Wisst ihr jetzt schon, allein aus den Namen der Karten, für welche Karte ihr euch entscheiden möchtet als Startkarte? Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.